herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factions. Jo, hab ja letztens live gestreamt. Wir befinden uns gerade in der Farmwelt und ich bin dabei, Kisten zu looten. Ich mache das diesmal extra nachts, weil da weniger Leute unterwegs sind, die mich killen können. So, da haben wir gerade mal eine von mir markierte Kiste gefunden. Es ist nicht wirklich etwas drin. Ich habe eine Faction Space mit Andrew oder so zusammen. Allerdings kann er nur ca. alle 14 Tage zocken mit mir. Faction. Wie gesagt, wir sind gerade in der Farmwelt und ich suche gerade Loot. Ich habe schon ein paar Kisten markiert, so damit ich hier etwas finden kann. Markieren tue ich meine Kisten mit der PvP. Der Vorteil daran ist, dass ich dann halt auch weiß, wo die Kisten stehen. Super. Sofern da noch welche sind. So, alle Kisten soweit gelootet. Bis jetzt noch nicht viele Sachen gefunden. Ich habe auch nicht alle Kisten markiert. Also, hier haben wir zum Beispiel auch eine, die sollten wir mal hier markieren. Da war gerade ein Gegner. Eigentlich nur Schwachsinn drin. Aber gut. Schauen wir mal die nächsten Kisten nach. Dies wird heute mal eine reine Farmfolge. Wir dürfen mal gucken, was für Loot ich zusammenbekomme. Ich hoffe natürlich, dass wir hier keine Gegner entgegenkommen, die mir meine Loot-Sachen wegnehmen. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich auch noch dabei, Kisten zu markieren. Und ich weiß, wo die Kisten alle sind. Da der Vorteil ist, dass die Kisten alle an derselben Stelle spawnen. Hier sehen wir mal, wie das hier Bier ist. Ja, das geht mit dem Blick. Natürlich ist es auch Eisen, aber mich interessiert da die Diamanten und nicht das Eisen. Ich brauche natürlich auch andere Wege lang, um zu gucken, ob da Kisten sind, die ich noch nicht markiert habe. Und dann werde ich wahrscheinlich die Datei Andrew oder so zur Verfügung stellen. Muss mal gucken, wie das funktioniert. Was für ein Zufall. Und die explodierte Kiste. Und wieder ein Sternchen. Und natürlich wieder Kiste. Weiß ja nicht, ob hier gerade jemand gekillt wurde. Aber irgendwie liegen hier Loot-Sachen rum. Gut.
Code nehmen auf diese, sag ich mal, mit. Wie ihr seht, gibt es hier schon eine krasse, fette Sammlung mit Wegpunkten, die ich vorbereitet habe. Vielleicht der Vorteil ist, ich kann sie dann an irgendwo oder so weitergeben. Und er kann sich sehen. Okay. War hier nicht gerade irgendwas? Nee. Und er kann sie dann benutzen. Um 6 Kisten zu looten. Dann hat jemand Speedrun und steht auf mich. Lust mehr. Das ist gut für mich. Aber da setzt sich jemand auf mich rauf gerade. Das war der zweite weiße Punkt. Naja, jeder kämpft hier darum, selbst zu überleben. Da wäre dann wieder eine Kiste. Das wäre eine explosive Redstone-Kiste gewesen. Auch sowas gibt es. Das sind sogenannte Fake-Kisten. Also markieren wir diese auch durch mal. Später werde ich nochmal hin. Oh, nach rechts noch ist. Super. Sich wohl lohnt. Naja. Gucken, ob hier in der Lage schon wieder da ist. Ja. Nichts Gescheites außer. Wenn ich mal was vergesse zu sehen, dann sagt mir euch Bescheid. Unten in den Kommentaren. Diesmal ist es zwar mit im Bau, aber es ist auch PvP. Ich muss. Ups. Boah, hab ich gerade fetten Schreck gekriegt. Ich muss halt nur sehen, dass ich. Dass man mehr Punkte kriege. Bei der Tierstock. Haben wir einen Kurs drin? Ah Mist, jetzt habe ich tatsächlich einen Villager-Ei drin liegen gelassen. Jo, ich hoffe, euch gefallen die zukünftigen Folgen.
Quest ist hier irgendwo ein, aber. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefallen die zukünftigen Folgen. Ich habe auch vor, einen Livestream zu machen. Wieder mal. Ich habe letztens das eingemacht. Und ich werde in Zukunft den Livestream 14 Tage vorher ankündigen. So dass jeder Zeit hat. Diesen, wenn man möchte, zu schauen. Der ist zum Glück aber noch nicht vorbeigerannt. Und so wie es aussieht, ist er auch in der Lava gestorben. Aber das ist halt nicht unser Problem. Wie gesagt, hier kämpft jeder für sein eigenes Recht. So, dann sollten wir noch mal was essen. Und dann nicht hier einschlafen beim Laufen. Wer da ohne Enderperlen reinkommt, kann nur wieder zurück zum Spawn. Ich will meine Schnelligkeit pushen. Ja, ich weiß, dass da irgendwo eine Kiste noch ist, allerdings weiß ich nicht, ob dieses die draußen ist. Dass sie drin ist. Allerdings weiß ich nicht, wie ich danach wegkomme. So, in die Richtung sind ja massenhaft Wegpunkte. Da werden wir jetzt auch hingehen. Entschuldigt. Aber da komme ich wieder zu der gefährlichen Lava hin. Viele von euch werden jetzt sagen, man verliert so leicht den Überblick. Da die Weiten ja angezeigt werden, wie weit die Wegpunkte weg sind. Ab und zu am Baum vorbei hopsen, gucken, ob es was Neues gibt. Ich denke, dass irgendwo noch ein paar neue Kisten spawnen sind, die man noch nicht kennt. Sieht so aus, wir kommen, schauen mal hier oben auch noch ein bisschen nach. Ob hier irgendwo Festgruppe oder noch Kisten sind. Nö, sieht nicht so aus. Da kommt gleich wieder was.
Grund. Grüße, was zu essen und eine Stärke-Potion, die ich jetzt nicht brauche, weil ich keinen Bock auf Kämpfen habe. Sondern heute rein Kisten looten möchte, farmen möchte. Aber Leute, ihr habt gesehen, es hat sich heute nicht wirklich gelohnt. Also ich spawn auch eine Weile nicht. Das Eis. Leute, guckt mal noch eine neue Kiste. Und ich jetzt zurückgehen, falls es Redstone ist. Und eine neue Kiste. Wundervoll. Kiste braucht man dazu, um neue Sachen zu bekommen. Ihr seht auch im Endeffekt, ich loot jetzt nicht, also ich renne jetzt nicht echt 10.000 mal zu irgendwelchen Kisten hin, um die zu looten. Sondern ich nehme einfach die mit, die mir gerade so auf dem Weg liegen. Die schon weg. Ja, man könnte jetzt einzeln in die Kiste ablaufen, aber wie ihr gerade seht, sind die Kisten auch manchmal nicht da. Entweder sind sie respawned oder sie wurden schon gelootet. Hier nochmal einen kleinen Schlenker rummachen. Ich krieg eine Krise, ich glaube, ich werde sterben. So Leute, nachdem ich so gefährlich lebe gerade, habe ich mich entschlossen. Wir gehen zum Spawn. Da sieht man mal, dass Enderperlen in dem Spiel sehr wertvoll sind. Um so schnell mal zu verschwinden. Also sollte man, wenn man dieses Spiel spielt, immer Enderperlen bei haben. Das kann hier. Ach, das war jetzt auch nicht die gewollte Ampel. Es kann hier also sehr lebenswichtig sein. Ich hätte gerne auch was wichtig, was Schönes, so ein Epic-Stern oder so. Aber langsam kommen die Spiele wieder rauf. Naja, ich weiß schon, was jetzt los ist. Nach 20-10 nehmen Sie bitte Ihre leeren Flaschen mit. So, Obsidian, 5 Sterne, 7 Sterne. Naja, nicht gerade berauschend. Da hinten ist eine Kiste. Ja, Vorteil ist, wie gesagt, dieses Beta-TVP, wo man halt auch sieht, hey, da kommt gerade jemand. Man sieht, wo die eigene Enderperle hinfliegt, wo die Enderperlen der Gegner hinfliegen. Von dem Motto, ich porte mich mal zu euch. Wollte ich nicht endlich aufhören? Also, irgendwie. Können ja gleich mal ein Resümee ziehen. Jetzt zum Spawn gehen. Und gucken, ob es sich gelohnt hat. Da sind wir wieder ein Thema, Enderperlen. Wunderschön. Die ist wieder aufgefüllt worden bei mir.
steht auch, die Enderperlen kann man nicht immer schmeißen, sondern wir haben halt einen Cooldown. Nur Müll. Ja, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Da hat man Pech, glaube ich. Aber der Vorteil ist, ich habe natürlich ein paar Kisten gefunden, die neu sind. Wieder nur Müll. Ein paar alte Kisten gelootet. Ist das hier hinten irgendwo auch noch Kisten drin? Vernünftiges. Juppie, ein Stern. Ist zwar nicht ganz vernünftig, aber ich hole mal besser. So, das Video sollte, glaube ich, nicht länger als nicht länger gehen als eine halbe Stunde. Also machen wir das auch schnell. Markieren das als Kiste. Ja, das ist schön. Obsidian brauchen wir nicht zum Schutz unserer Base. Finde ich klasse. So, was heißt jetzt die gute Ding da drin? Auch ein Crystal. Nehmen wir natürlich auch mit. Aber so Lava, Obsidian, das ist alles das, was wir so sehr viel brauchen werden, um unsere Base zu bauen. So, hier sind auch keine Kisten mehr. Ihr seht, selbst beim Laufen findet man irgendwann durch Zufall neue Kisten, die man noch nicht hatte. Also die sind auf der ganzen Map verteilt. Und hier kommt ein Türmchen. Ich weiß ja nicht. Normalerweise ist da jemand drin, aber da könnten auch zwei Kisten drin sein. Da kommt einer. Da kommt einer. Ja, lieber auf die Kisten verzichten. Aber abbauen. Jetzt hat sich da oben auch gleich ausgelockt. In dem Motto, wenn ich wiederkomme, habe ich eine Kiste. Ja, wenn er wiederkommt, steht da vielleicht jemand mit dem Schwert und killt ihn. Also ist schon ein sehr schlechter Platz, sich auszulocken, aber es tun viele, also die spawnen einfach so in der Wildnis und hoffen, dass da keiner kommt. So, jetzt bin ich zurück am Spawn. Da hier mehr drin. Super getroffen. Damit ist PvP jetzt auch ausgeschaltet worden. Jo. Gucken wir mal in die Enderfest. Also das können wir eigentlich hier drin packen. Dafür legen wir unsere Crystals da rein.
wir mal, das brauchen wir noch, sonst aber Essen habe ich so viel eigentlich. Also. Was ich noch sicher wegpacken muss, das ist Obsidian. Und wird auch was nicht alles, oder? Und eigentlich die Eier, aber gut. Die kann ich auch jetzt auf der Schnelle mal behalten. So, da wollte ich nicht lang, da gibt es nämlich Armwelt. So, da sind wir nicht ganz auf eine halbe Stunde gekommen. Was auch vielleicht besser ist. Hier warten eigentlich normalerweise immer die Spieler. Wollen wir nett sein? Das ist jetzt ausgelockt. Na gut, ich renne jetzt nicht extra runter, um die zu holen. Und ich habe auch keinen Bock weiter zu laufen. Wir teleportieren uns direkt zum Spawn. Das sind die Portale zum Ausgang. Man kann natürlich auch den weiten Weg nehmen oder drum laufen. Hier gibt es so, hier kann man die Quests einlösen. Dies werden wir jetzt nicht tun. Wir werden da mal ein Crystal Opening machen. Ja, jetzt hat mich so teleportiert. Gut. Inaktiv Trade ab. Hier sind die besten Factions. Zu denen gehören wir noch nicht. Hier auch wieder Factions. Hier haben wir Shopping Center, eine Player Shop. Verkaufen, einkaufen. Dann gibt es noch ein Auktionshaus. Ja, gibt es. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Und ich würde jetzt Setting die Sendung beenden. Ich gehe hinten hin. Ah nein, ich gehe erstmal dahin, wo ich immer Gott bin. Gott bin ich nämlich. Mich auch mit einer Enderperle hoch teleportieren können. So. Hier oben bin ich Gott, da bin ich nämlich am Himmel. Alles klar. Gut, Leute. Ich bin raus. Viel Spaß, wenn ihr seht. Bye, bye.